Ja, Namaste und herzlich willkommen in dieser Yoga-Klasse. Wir wollen uns hier im Besonderen dem Schulter-Nacken-Bereich zuwenden. Und das große Ziel dieser Yoga-Klasse ist es, dass wir Anspannungen oder feste Strukturen oder auch Verspannungen aus dem Schulter-Nacken-Bereich lösen. Und wir werden uns dafür kurzfristig wirksame Möglichkeiten anschauen, also Bewegungen anbauen, mal ziehen, mal ein bisschen federn, und ein bisschen schütteln, um die Muskulatur von Verspannungen zu lösen, aber auch um das Bindegewebe von festen oder harten Punkten oder Flächen zu lösen und so insgesamt das Gewebe gleitfähiger zu machen. Und wir schauen uns auch langfristig wirksame Möglichkeiten an, wie wir denn dauerhaft den Nackenbereich entspannen können. Ja, und wenn wir beginnen, dann mit einem bequemen und gemütlichen Sitz. Und wenn du diesen Sitz gefunden hast, dann bitte ich dich, die Augen für einen Moment zu schließen. Lass uns erst einmal ankommen in dieser gemeinsamen Praxis und die Aufmerksamkeit zu uns bringen. Dann ist die äußere Welt gar nicht mehr so wichtig, mit ihren Erwartungen, mit ihren Anforderungen, die da uns begegnen, mit den Rollen, die wir da im Alltag annehmen, den Aufgaben, denen wir gerecht werden. Oder auch einfach den Eindrücken, die wir im Moment erfahren durch die äußere Welt. Das darf für diese Zeit, in der wir hier sind, so gut wie das möglich ist, außen vor bleiben. Und so lädt uns dieser Einstieg ein, die Aufmerksamkeit zu uns selbst zu bringen. Uns zu spüren und Körper und Geist miteinander zu verbinden. Dann lass uns auf eine kleine Spürreise durch unseren Körper gehen und bring die Aufmerksamkeit zu den Beinen. Wenn du sitzt, dann müssen die Beine dich nicht tragen oder stützen. Dann spür, wie sie sich jetzt anfühlen. Dann spür besonders dein rechtes Bein mit dem Oberschenkel, mit dem Knie, dem Unterschenkel und dem Fuß. Und dann spann bitte dein rechtes Bein an mit allen Muskeln, die du hier findest. Mach dein rechtes Bein ganz fest und stark und lass los. Und entspann das Bein. Und ein zweites Mal das rechte Bein anspannen, die Kraft halten und loslassen. Und dann kann das rechte Bein etwas gelöster und entspannter nach unten sinken. Vergleich also rechts mit links. Dann nimm das linke Bein besonders wahr, mit dem Oberschenkel, mit dem Knie, dem Unterschenkel und dem Fuß. Und dann spann auch hier alle Muskulatur an im linken Bein, mach es kraftvoll und fest und halte und lass los. Und noch ein zweites Mal aus der Spannungen, die Festigkeit kommen, es halten und locker lassen. Und dann kann auch das Bein entspannter und gelöster nach unten sinken. Die Hüftgelenke können eine innere Weite erfahren und im Becken sich ganz gemütlich und satt setzen. Und dann beginn mit ganz kleinen Räkelbewegungen, dich peu à peu aufzurichten nach oben. Das können auch so kleine Mikrobewegungen sein. Immer mit der Idee, dass der Abstand zwischen Becken und Brustkorb sich verlängert und du dich weiter aufrichtest. Es gibt dir ein erstes Gespür für den Rückenbereich. Dann spür auch, ob die Schultern darauf antworten und welche Bewegungen sie jetzt machen möchten. Mach das mit einer Art Bestandsaufnahme. Wie geht es den Schultern jetzt in diesem Moment, wenn du sie bewegst? Was fühlst du da? Und dann lass die Bewegung auch in den Nackenbereich fließen. Wie fühlt er sich jetzt dabei an? Nimm das auch wahr. Und dann lass in Ruhe die Bewegung wieder ausklingen. Leg die Schultern ganz locker auf dem Brustkorb ab. Entspann den Nackenbereich. Entspann dein Gesicht
und finde einen aufgerichteten und doch entspannten und durchlässigen Sitz. Und dann bring die Aufmerksamkeit vom Körper hin zur Atmung und nimm wahr, wie du in diesem Augenblick, wenn du es beobachtest, geatmet wirst. Die Atmung ist ein wunderbarer Anker, der dich immer wieder zurückbringt zu dir selbst und in diesen Moment, in dem du jetzt bist und atmest. Beobachte das Einatmen, wohin fließt es, in welche Räume des Körpers und wie atmet es von dort wieder aus. Dann schenke hier etwas mehr Tiefe. Und genau dieses Gefühl oder dieses Gespür für dich selbst, für die Atmung, für deinen Körper und eben ein neugieriger und präsenter Geist, der das alles beobachtet, genau das, das begleitet uns durch diese Yogastunde. Und genau das ist so wertvoll, um wirklich immer wahrzunehmen, wie das, was wir machen, sich anfühlt. Und dann lass uns weiter eintauchen in diese Praxis und bring dir die Hände dafür bitte vor dem Herz zueinander. Eine sehr schöne Geste, die uns willkommen heißt in dieser gemeinsamen Zeit. Und wenn die Einatmung entsteht, dann öffne die Arme über die Seite hoch, über den Kopf. Und wenn die Ausatmung kommt, bringst du die Hände zueinander, zur Stirn, zum Mund und zurück zum Herz. Und öffnest dich im Einatmen wieder, über die Seite hoch und bringst im Ausatmen die Hände wieder zurück zum Herz. Und wenn es für dich dann stimmig ist, dann kannst du dich gerne vor dir und deinem Herz verbeugen, mit einem Gefühl des Willkommens in dieser gemeinsamen Zeit. Und wenn du dich wieder aufrichtest, dann können die Augen sich wieder öffnen. Namaste. Also wir werden jetzt beginnen im Sitz, wir werden eine Weile im Sitz bleiben. Und du kannst dann immer wieder, wenn du merkst, dass der Sitz, in dem du bist, vielleicht gemütlicher sein könnte, dir immer wieder einen neuen Sitz auch aussuchen. Ja, wir starten mit den ersten Bewegungen. Die haben jetzt das Ziel, das Gewebe des Körpers, also Muskulatur und Bindegewebe zu mobilisieren und gleitfähig zu machen und die ersten Verspannungen zu lösen. Und wir beginnen dabei über dem Becken einfach mit ersten freien Bewegungen des Oberkörpers. Und das ist nicht eine Frage des Geistes, also kein Plan, was du jetzt machen sollst und was daraus entstehen soll, sondern es ist vielmehr eine Frage des Körpers. Was mag dein Körper in diesem Moment jetzt an Bewegungen tun? Lass es also aus ihm selbst heraus entstehen. Und da bekommst du ein wunderbares Gespür für deinen Rückenbereich, was sich da auch zwischendurch mal meldet, wie es ihm jetzt geht. Und besonders interessant und ja auch effektiv für das, was wir tun, wird es, wenn du die Bewegungen in die Multidimensionalität bringst. Also wenn du ganz viele Bewegungen miteinander vereinst. Ja, mal etwas zur Seite oder vorbeugen und dabei drehen oder was anderes probieren. Vielleicht was, was du sonst so selten machst. Immer wieder neugierig spüren, was macht das mit mir, was macht das mit meinem Körper und meinem Rücken? Wie fühlt sich das an? Und wenn das Lust auf mehr macht, dann lass es entstehen.
Ja, dann nimm auch wahr, wie die Schultern darauf antworten. Vielleicht gehen sie mit in die Bewegung. Dann gönn es ihnen. Mach hier noch einmal diese Bestandsaufnahme, wie es da jetzt sich anfühlt. Ja, Schultern können sehr viele Bewegungen machen, unter anderem heben und senken, also die Elevation und Depression. Sie können nach vorn schieben in die Protraktion und nach hinten in die Retraktion. Und Sie können natürlich auch beispielsweise rotieren. Das kannst du auch anbauen. Schultern kreisen. Mal schauen, wie fühlt sich das an. Ist das miteinander oder gegeneinander, vor oder zurück? Und antwortet der Nacken darauf, auf die Bewegung? Gut, und dann lass diese Bewegung langsam wieder ausklingen. Und bring jetzt bitte die Handrücken an die Lendenwirbelsäule nach hinten. Die Handrücken drücken sanft gegen die Lendenwirbelsäule. Und jetzt rollst du mit den Schultern vorwärts. Und dann nimm einfach wahr, wie sich diese Bewegung jetzt anfühlt. Und was verändert sich jetzt für dich in dieser Bewegungsqualität, wenn du etwas mehr Druck gegen den Rücken aufbaust mit den Händen? Du drückst die Hände kräftiger gegen den Rücken. Was verändert sich in der Bewegungsqualität der Schultern? Und was verändert sich, wenn du den Druck wieder löst? Probier das ein paar Mal bitte aus. Und natürlich auch andersherum, einfach rückwärts kreisen. Und auch hier mal ganz neugierig mit mehr Druck die Hände an den Rücken bringen und spüren, was in der Bewegung sich verändert, wie es sich anfühlt und was geschieht, wenn du den Druck wieder löst. Gut, und dann komm auch hier wieder zurück und dann kannst du dich gerne im Nachspüren immer wieder ausschütteln und Bewegungen probieren und spüren, was da jetzt erfahrbar ist und ob sich da schon was verändert hat. Gut. Dann bring bitte die Unterarme nach vorn, winkel die Arme an und leg den rechten Ellenbogen über die linke Ellenbeuge, rechts über links. Dann bringst du je nach Möglichkeit entweder die Handrücken näher zueinander oder die Handinnenflächen. Und wenn du jetzt in den Rücken spürst, dann spürst du, dass das rechte Schulterblatt sich etwas vom Rücken wegschiebt, besonders die Innenkante. Das ist ein sehr interessanter Bereich, da setzen sehr viele Muskelgruppen an. Und da gehen wir jetzt auf die Suche, ob sich da was meldet. Und die Suche geht mit den Armen, die kannst du hoch und runter bewegen, rechts und links. Und vor- und zurückschieben. Und das natürlich alles wieder miteinander kombinieren. In ganz viele Variationen und Ideen. Und spüren, was passiert da am Schulterblatt? Was ist da erfahrbar? Und besonders auch die Innenkante. Wie fühlt sich das da an? Und mag der Kopf in der Bewegung mitgehen. Und wir gehen jetzt aus dieser Dehnung etwas mehr in die Kraft zurück. Bring dafür die Arme bitte zur Seite, lass sie angewinkelt und drück jetzt die Arme gegen ein imaginäres Luftpolster nach hinten. Sie dann auf dem Rücken die Schulterblätter zusammen. Stell dir vor, du hältst dein T-Shirt fest und jetzt ziehst du die Schulterblätter noch nach unten Richtung Becken. Ja, das ist dann ganz viel Kraft. Arme drücken nach hinten, Schulterblätter ziehen zusammen und schieben nach unten. Halte einen Augenblick die Anspannung und lass dann wieder los. Ganz locker bewegen.
Dann bitte ich dich, die Hände hinter dem Rücken zu verschränken, die Ellenbogen etwas zu beugen. Dann roll die Schultern weit zurück. Und jetzt schiebst du die Hände etwas länger nach hinten runter. Dann strecken sich die Arme, die Schultern fließen zurück, das Brustbein hebt sich. Da ist hier ganz viel Präsenz in der Vorderseite. Und dann kannst du mit den Armen gerne kleine Bewegungen hinter dir machen. Ein bisschen zur Seite rackeln oder sanft hochfedern. Mal schauen, wie weit heben die Arme sich im Augenblick denn hoch. Und was passiert da? Hinten und vorn. Und dann lässt du wieder los und schüttelst dich aus. Ja, dann bring bitte wieder die Unterarme nach vorn. Und jetzt legst du links über rechts. Bringst die Handrücken oder Handinnensatten näher, je nach Möglichkeit hier. Und wenn du jetzt den Schulterbereich spürst, Schulterblatt spürst, dann das linke Blatt, das löst sich besonders über die Innenkante vom Rücken weg. Und lass uns hier auf Entdeckungsreise gehen. Und spüren, wo da besondere Strukturen sind am Bereich des Schulterblatts, wo sich etwas meldet. Und lass also ganz kreative Bewegungen mit den Armen entstehen. Wieder vor, zurück, hoch, runter, rechts, links und alles miteinander vereinen. Und auch den Nacken mit bewegen. Dann öffne die Arme wieder nach außen, lass sie angewinkelt. Wir geben wieder Kraft in die Rückseite, drück die Arme nach hinten, zieh die Schulterblätter zusammen und schieb sie runter Richtung Becken. Da sind ganz viele Muskelgruppen aktiviert. Halte einen Moment diese Kraft. Und lass wieder los und beweg dich wieder durch und spür nach. Wenn du dann jetzt die Hände hinter dem Rücken verschränkst, dann probier nicht die Faust zu machen, die immer entsteht, sondern einen Finger weiter zu probieren. Also das, was sich eher ungewohnt anfühlt. Und das hinter dem Rücken. Die Ellenbogen etwas gebeugt, Schultern rollen weich zurück nach hinten. Und dann schiebst du die Faust etwas weiter nach hinten weg. Das Brustbein hebt sich, Schultern fließen zurück. Und dann kannst du wieder Bewegungen einbauen. Die Seite schwingen oder mal hoch runter federn und probieren, wie weit die Arme sich heben. Okay, und dann wieder loslassen und bewegen. Ja, wir gehen jetzt weiter in die Bewegungen der Halswirbelsäule und schauen die uns näher an. Auch alles mit der Idee, dass wir dort das Gewebe, also Muskel- und Bindegewebe, aktivieren. Und wir brauchen jetzt die rechte Hand. Bring den Handrücken bitte nach hinten und schieb ihn in Richtung des linken Schulterblatts. Muss nicht da ankommen, aber es ist die Richtung. Rechte Hand schiebt mit dem Handrücken in Richtung des linken Schulterblatts hoch. Und jetzt neigst du den Kopf nach links. Dann merkst du, dass die rechte Seite des Nackens sich lang zieht. Ja, wenn du jetzt neugierig mit dem Kopf auf Bewegungssuche dich begibst, dann kannst du besonders interessante Muskelfasern spüren oder Bindegewebsstrukturen spüren. Also die Kopfbewegung mal mehr in die Seite, mal weniger, mal etwas nach vorn schieben, mal zurückziehen und mal sanft drehen. Das alles neugierig, kreativ vereint. Und immer wenn du da etwas merkst, besondere Strukturen, die da auftauchen, dann kannst du da ein paar Atemzüge bleiben und in diese Strukturen hineinziehen, sanft. Ja, das können ganz langfaserige Strukturen sein, vielleicht vom Nackenbereich zum Schultergelenk oder eher zur Wirbelsäule nach hinten. Oder vielleicht auch an die Innenseite des Schulterblatts. Manchmal sind es auch Flächen und manchmal Punkte.
Dann such dir gerne noch eine besondere Stelle aus. Und dann komm wieder zurück und spür bitte nach. Und dann breite die Arme bitte weit zur Seite aus und feder mit den Armen sanft nach hinten. Das sind jetzt wieder Impulse für die Vorderseite, also Brustmuskulatur und die Fasern in der Vorderseite, während wie die Rückseite so etwas aktiviert wird. Und du kannst das in verschiedenen Armpositionen machen und spüren, was da anders wird. Oder auch verschiedene Handpositionen, also mal mit Handrücken nach hinten, mal mit den Handkanten und mal mit den Handinnenflächen nach hinten federn. Das verändert immer wieder die Gelenkstellung der Schultern. Gut, und dann komm bitte wieder zurück. Jetzt schiebst du die linke Hand am Rücken entlang Richtung Schulterblatt, Richtung rechtes Schulterblatt. Ja, der Handrücken gleitet Richtung rechtes Schulterblatt hoch, neigt dann den Kopf nach rechts. Das ist die erste Bewegung der Halswirbelsäule hier, die wir im Moment machen. Das ist eine Seitborge. Und dann kannst du auf die Suche gehen, neugierig und sanft den Kopf bewegen. Und immer dann, wenn sich etwas Besonderes meldet, lange Fasern, Punkte oder Ähnliches, und du merkst, es ist ein Zug, dann bleib da ein bisschen und zieh da etwas weiter dort hinein. Such dir gerne noch eine andere Stelle aus. Und dann löse bitte wieder auf und spür bitte nach. Und breite nochmal die Arme aus und feder sanft nach hinten in ganz vielen Positionen und Varianten der Arme und der Hände. Okay, und dann bitte auch hier wieder auflösen. So, das war also die unter anderem die erste Mobilisation für die Halswirbelsäule. Wir waren in der Lateralflexion, also der Möglichkeit, den Kopf zur Seite zu neigen. Im Durchschnitt, im Bewegungsgrad, sind es ungefähr 30 bis 35 Grad, die der Kopf hier in die Seite sich wenden kann, neigen kann. Eine zweite Möglichkeit ist die Rotation. Wir drehen dafür einfach ganz in Ruhe den Kopf nach rechts und links. Der durchschnittliche Bewegungsgrad ist hier bei 80 Grad. 90 Grad wäre direkt über den Schultern. Meist ist es etwas davor, aber schon nah an den Schultern. Also probiere wirklich auch bis zum Maximum den Kopf zu wenden. Das brauchen Gelenke. Gelenke brauchen eine maximale, eine endgradige Bewegungsmöglichkeit, um auch dauerhaft beweglich zu sein und das volle Bewegungsmaß zu erhalten. Mach das nochmal in beide Seiten. Und wenn du in der Mitte ankommst, dann bleib dort wieder mit der Option nachzuspüren.
Und seine nächste Bewegungsrichtung oder Bewegungsrichtungen, das sind die Extension und die Flexion der Halswirbelsäule. Das sind also Kopfbewegungen nach hinten und nach vorn. Das ist etwas, das wir im Alltag eher selten machen, aber doch ist es sehr wichtig, denn das ist ein ganz natürlicher Bewegungsradius, den die Gelenke der Halswirbelsäule hier machen. Und wir sollten das auch tun, um nicht nur um Verspannungen im Nackenbereich zu lösen, sondern auch um die Gelenke der Halswirbelsäule mobil und beweglich zu halten und zu verhindern, dass die Halswirbelsäule fester wird oder versteift und an Bewegungsmöglichkeiten verliert. Ja? Und für die Bewegung nach hinten, die sogenannte Extension in der Halswirbelsäule, sind die Ohren ein ganz wichtiger Fokus. Und dann kannst du dir vorstellen, dass durch die Ohren hindurch eine Bewegungsachse läuft, eine Achse, auf der ich den Kopf nach hinten wende. Also ich drehe den Kopf um die Ohren herum nach hinten. Dann kommt das Gesichtsfeld nach oben. Und dann drehe ich den Kopf wieder zurück zu neutral. Also wenn du das mitmachst, dann eine ganz weiche, sanfte Gleitbewegung. Die Ohren als Fokus um sie herum, drehst du den Kopf nach hinten. Und wenn es dabei im Kehlkopf dehnt, dann kannst du den Unterkiefer öffnen. Ja, und dann beobachte für dich, wie weit geht es heute in diesem Moment? Wo fühlst du dich komfortabel? Der durchschnittliche Bewegungsgrad, also durchschnittlich über die Gesamtheit der Möglichkeiten, die hier sind, liegt bei 70 bis 80 Grad. Soweit kann der Kopf nach hinten neigen. 90 Grad wäre dann parallel zum Himmel. Das ist in der Regel nicht so weit möglich, aber doch relativ weit geht es nach hinten. Weiter, als wir das sicherlich im Alltag machen würden. Aber es ist ganz natürlich möglich. Das sind die natürlichen Bewegungsmöglichkeiten. 70 bis 80 Grad nach hinten. Okay. Und wenn du das nächste Mal bei neutral wieder angekommen bist, dann nehmen wir auch die Flexion dazu. Das ist ein Gefühl, als würde der Kopf sich einrollen. Und da sind nicht die Ohren unser Fokuspunkt, das ist unser Kinn. Und wir versuchen, das Kinn Richtung Halsgrube zu führen. Ja? Also das Kinn zu senken. Und dann wieder zur Neutral zurückzukommen. Und wenn du das weiter probierst, dann merkst du sicherlich, dass der Nacken dabei ordentlich dehnt. Und ja, vielleicht sind es sogar Dehnungen, die die ganze Wirbelsäule entlang laufen Richtung iliosakralen Bereich. Durchschnittliche Bewegungsmöglichkeit, wenn wir nur das Gelenk dafür anschauen, das verantwortlich ist, dass das zweite Gelenk der Halswirbelsäule, die Axis, die kann ungefähr 30, 35 Grad machen, aber dann in der Gesamtheit der gesamten Halswirbelsäule, die ja mitgeht, also die Bewegung fließt durch die Halswirbelsäule durch, sind ungefähr wieder 80 Grad möglich. 90 wäre parallel zum Boden, 80 ist ein wenig zurück, also weniger davor. Das können wir vereinen. Wir beginnen immer neutral ausgerichtet mit dem Gesichtsfeld nach vorn. Wir können jetzt Flexion und Extension verbinden. Nach hinten in die Extension denkst du wieder die Ohren, drehst um sie herum den Kopf nach hinten, kannst den Kiefer leicht öffnen. Und wenn du wieder nach vorn kommst, dann die
Flexion, dann senkst du das Kinn Richtung Halsgrube. Und dann probier das ein paar Mal aus, immer wieder zurück zur Neutral und von dort die Bewegung gleiten. Nach hinten ist es der erste Halswirbel, der Atlas, auf dem der Hinterkopf gleitet. Und nach vorne der zweite Halswirbel, die Axis. Nun probiert es bitte nochmal in alle Bewegungen aus, nach vorn und hinten, das Ganze in Ruhe. Und wenn du beim nächsten Mal in der Mitte ankommst, dann bleib dort und spür nach. Was ist das für ein Gefühl im Nackenbereich? Und was magst du da an Bewegungen jetzt wieder entdecken? Ja, und wir bauen jetzt daraus eine kleine Yoga-Praxis auf und treffen uns im Vierfüßler. Wenn du da bist im Vierfüßler, dann nutz Bewegungen, die für dich jetzt gut tun, da wir eine ganze Weile jetzt saßen. Und dann komm bitte in den Katzenbuckel und wir machen in dem Augenblick etwas technischer. Ich bitte dich dafür, den Bauchnabel hochzuheben, dann deine Flanken, deine Seiten hochzuheben, dich aus dem Schultergürtel hochzuheben und die Ellenbogen etwas nach außen zu drehen. Und dann bitte ich dich, den Kopf einzurollen und den Blick Richtung Becken oder Bauchnabel zu bringen. Und von hier kommst du in den Pferderücken, kippst dein Becken nach vorn aus, tauchst wirbelweise nach unten ein, drehst dann die Ellenbogen mehr zu dir nach hinten und hebst ganz am Ende den Blick nach vorn. Dann wieder zurück in den Katzenbuckel, Becken einrollen, wirbelweise den Rücken erheben, die Flanken heben, Ellenbogen nach außen drehen und am Ende den Kopf einrollen mit dem Blick Richtung Becken oder Bauchnabel. Und von dort wieder zurück, Becken nach vorn kippen, Rücken fließt nach unten, du drehst die Ellenbogen mehr zu dir und hebst den Blick wieder nach vorn. Und dann mach das für dich bitte weiter. Weniger technisch, wieder mehr fließend. Eines fließt zum anderen. Ganz weich gleitend. Dann bitte ich dich, aus dem nächsten Pferderücken zum abwärtsschauenden Hund zu wechseln. Und dann nutze erstmal wieder Bewegungen, die für dich gut sind. Wir lassen uns von dieser Technik wieder in die Bewegung fließen. Und dann komm bitte in den Liegestütz nach vorn. Und dann streck dich ganz lang, du schiebst die Fersen zurück, ziehst den Scheitel nach vorn. Tauchst ganz sanft in den Schultergürtel ein, nach unten mit langen Armen und schiebst dich dann wieder hoch, dehnst das T-Shirt in der Rückseite auf, nochmal nach unten eintauchen, Schulterblätter zusammenschieben und auseinanderziehen und dich hochschieben. Und dann kommst du zurück in den Hund, streckst dich wieder lang, kommst nochmal nach vorne den Liegestütz. Bist wieder lang von Fersen bis zum Scheitel. Und jetzt lass uns in die Bauchlage eintauchen und dafür beugst du die Ellenbogen ganz nah an den Körper heran. Kommst du ganz in Ruhe in die Bauchlage. Wenn du da ankommst, dann räkel dich bitte wieder. Also schlängel, schwing dich, dreh dich etwas, wenn du magst. Lass die Schultern mitfließen.
Und dann reikel dich bitte in die erste Rückbeuge hoch. Und komm dann wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Und wenn du hier ankommst, dann roll den Kopf bitte ein, schau hoch Richtung Becken oder Bauchnabel. Das ist die klassischste Form, die traditionellste Form des abwärts schauenden Hundes. Das ist eine ganz lange Dehnung im Rücken. Dann bring den Blick wieder Richtung Hände. Noch einmal zum Liegestütz fließen, in die Bauchlage eintauchen. In die Rückenbeuge hochreckeln. Und wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Und ganz am Ende, wenn du ganz lang geworden bist, dann wieder den Kopf einrollen mit dem Blick Richtung Becken oder Bauchnabel. Dann bring den Blick Richtung Hände und lauf bitte nach vorn. Dann kommst du in eine ganz weiche, sanfte Vorbeuge nach unten. Dann kannst du gerne die Arme baumeln lassen, den Kopf baumeln lassen und alle Anspannungen lösen. Und dann zieh die Hände bitte auf die Oberschenkel und komm in eine Hocke hoch. Und dann nutzt die Hocke für Bewegungen. Ja, was tut dir jetzt gut in diesem Moment? Wohin fließt die Bewegung? Dann kommt ihr langsam höher und höher zum Stehen. Und dann streckt die Arme hoch und zieht dich ganz lang in den Seiten. Wirklich bis hoch in die Fingerspitzen. Maximal dehnen. Und dann bring die Arme wieder zurück und schwing ganz locker um deine eigene Achse. Dann können die Schultern wirklich gelöst sein und weich sein. Und die Arme ganz locker um dich herumfliegen. Gut, dann lass die Bewegung bitte wieder ausklingen. Ja, das waren jetzt alles Möglichkeiten, wie wir kurzfristig den gesamten Schulter-Nackenbereich lösen können, wie das Gewebe gleitfähig werden kann, wie wir Verspannungen oder feste Strukturen aus dem Nackenbereich und Schulterbereich herausbewegen können. Langfristig führt uns das zur Frage, wo der Kopf ideal positioniert ist, und das auf einer Achse zwischen vorn und hinten. Denn das ist, wenn wir da eine Möglichkeit finden, den Kopf genau dort zu positionieren, wo sein Schwerpunkt wirklich auf der Wirbelsäule aufliegt, dann führt uns das zu der Möglichkeit, den Nacken wirklich langfristig zu entspannen. Denn immer wenn ich den Kopf aus diesem Schwerpunkt herausschiebe, also beispielsweise nach vorn, ja, dann braucht es die Nackenmuskulatur, die den Kopf wieder zurückzieht nach hinten, sodass er nicht nach vorn wegklappt. Also wenn ich den Kopf etwas nach vorn schiebe, und das mache ich übrigens im Alltag fast immer, also wir haben fast immer eine sogenannte Kopfvorhalte, dann braucht es Nackenmuskeln, die den Kopf zurückziehen oder zumindest halten. Und das ist die Ursache für einen verspannten Nacken. Zumindest die Hauptursache. Ja, wir denken meist, dass ein verspannter Nacken durch zu hochgezogene Schultern kommt. Das ist auch möglich. Aber im Regelfall ist wirklich die Hauptursache für einen festen Nacken weniger, dass die Schultern hochziehen, sondern vielmehr, dass der Kopf zu weit nach vorn verlagert ist. Ja. Und das möchte ich mit dir jetzt versuchen aufzulösen. Ja, wir brauchen dazu an Stelle an der Wand, wo du dich anlehnen kannst. Okay. Ja, dann, wenn du die Wand gefunden hast, dann bring bitte dein Becken daran. Füße müssen nicht unbedingt daran, die kannst du auch etwas vor der Wand aufsetzen. Über Becken kannst du anlehnen.
dann bitte ich dich, die Schulterblätter an die Wand zu kuscheln. Dann merkst du schon, dass die Schultern zurückfließen nach hinten. Und jetzt lehn bitte auch den Kopf sanft gegen die Wand nach hinten an. Es ist wahrscheinlich sehr weit hinten. Sie haben den Kopf eher selten so weit zurückverlagert. Komm also bitte wieder zur gewohnten Haltung zurück. Ja, dann nimm das wahr. Wie fühlt sich das an? Und dann kommen wieder in dieses Ungewohnte, nach hinten verlagert, kuschel die Schultern und Schulterblätter zurück an die Wand und lehn den Kopf sanft nach hinten an, ohne irgendwie zu drücken oder Kraft zu brauchen. Es kann ganz gelöst sein. Ja, du lehnst dich an ein imaginäres Kissen an. Dann nimm das wahr, vergleiche es wieder mit der gewohnten Position. In der Regel ist das etwas nach vorn verlagert. Und noch einmal, lehn dich bitte nach hinten, lass die Schultern zurückfließen, leg sie ganz locker auf den Brustkorb ab, die müssen nichts tun. Der Hinterkopf lehnt an. Und jetzt denk auch als Fokus mit dem Kinn und führe das sanft nach hinten Richtung Kehlkopf, ohne dass es da zu eng wird oder drückt. Ja, aber dein Kinn führt zurück Richtung Kehlkopf. Dann schiebt der Hinterkopf etwas höher an der Wand. Nimm das wahr. Und wir versuchen das gleich mal ohne Wand. Also speicher dir, wie sich das jetzt anfühlt. Und dann löst dich von der Wand und komm ganz entspannt wieder zurück auf deinen Platz, wo du eben warst. Und ich nehme an, dass das nicht nur für mich, sondern auch für dich weiter nach hinten verlagert ist, als das, was wir im Alltag sonst machen. Ja, denn klassischerweise im Alltag, wir sind ja immer mit Dingen vor uns beschäftigt, also Tastatur oder etwas, das wir vor uns bearbeiten. Und das führt ja die Arme nach vorn, das zieht die Schultern nach vorn. Dann drehen wir die Arme meist einwärts, für eine Tastatur beispielsweise, das weitet den Platz zwischen den Schulterblättern. Der Rücken wird klassischerweise etwas rund und dadurch schon schiebt sich der Kopf nach vorn. Das versuche ich dann zu kompensieren und nach vorn zu schauen, dann wird der Nacken auch noch eng und fest. Und das ist so die typische Alltagshaltung, die ich dann auch mitnehme in den Gang, wenn ich gehe, mich bewege oder wenn ich sitze. Oder wenn ich irgendwo im Fahrrad fahre oder in der Straßenbahn sitze, das ist meist ein runder Rücken, also eine Kyphose in der Brustwirbelsäule und ein vorverlagerter Kopf. Und wir haben versucht, das jetzt aufzulösen. Also erinnere dich bitte nochmal daran, wie es war, als du dich an die Wand lehntest, dass die Schultern zurückfließen und für dein Kinn sanft nach hinten, sodass der Hinterkopf sich anlehnt. Und das entspricht ungefähr der idealen Position des Kopfes, denn es ist fast wirklich da der Schwerpunkt des Kopfes auf der Wirbelsäule. Und auch wenn das ungewohnt ist, ist das doch sehr wichtig, diese Position zu entdecken. Ungewohnt kann es sein, weil der Kopf sagt, also das Gehirn sagt, der Kopf ist eigentlich zu weit zurück, vorn ist normal. Ja, schon das verändert etwas und bindet Aufmerksamkeit, fühlt sich komisch an. Auch komisch durch das Gewebe hier. Hier vorn zieht es ein bisschen, hinten dehnt es mehr, wenn der Kopf nach hinten schiebt. Weil natürlich das Gewebe im Laufe der Jahre sich an diese Kopfvorhalte angepasst hat. Ja, und das jetzt zu verändern, da passiert ganz viel in den Strukturen. Die müssen sich da auch erstmal dran gewöhnen und wieder umbauen. Und doch, wenn das gelingt, dann kann der Kopf dauerhaft hier hinten verweilen und dann fühlt sich das auch normaler an. Ja. Und wenn du das nochmal machst, Schultern lockerst, Kopf nach hinten anlehnst, Kinn etwas zurückführst, dann stell dir vor, dass dein Kopf auf einem Luftpolster aufliegt. Und das ist kein pralles Luftpolster, sondern wirklich eins, das ganz offen für Bewegungen ist. Also lass kleine Mikrobewegungen mit dem Kopf jetzt entstehen. Und bekommt auch ein Gespür für hinten und vorn. Vielleicht magst du mal ein bisschen weiter nach hinten anlehnen. Da gibt es einen Punkt, da fällt der Kopf eher nach hinten. Das ist dann zu weit hinten.
wenn du etwas nach vorn bewegst, mit kleinen Mikrobewegungen, ganz locker bleibst, dann merkst du, irgendwann gibt es einen Punkt, da fällt der Kopf nach vorn. Das ist dann auch zu weit vorn. Dann versuch, ihn wieder nach hinten zu bringen und mal die Seiten zu spüren. Irgendwann kippt er in die Seiten weg, dann ist es auch zu weit. Und irgendwo gibt es eine Fläche, da fühlt sich der Kopf so an, als würde der wirklich mit seinem Schwerpunkt aufliegen. Und genau da gehört er hin. Dann fällt er nicht nach hinten, nicht nach vorn, nicht nach rechts und links, sondern kann gelöst da aufliegen. Und die gesamte Muskulatur und das Bindegewebe drumherum kann sich entspannen. Und je öfter dir das gelingt, den Kopf da zu positionieren, desto gewohnter wird das und desto langfristiger kannst du den gesamten Halsbereich und Nackenbereich entspannen. Gut, wir gehen ein bisschen weiter. Bring die Hände bitte jetzt vor dem Herz zueinander. Und öffne im Einatmen die Arme über die Seite hoch, bring die Hände über den Kopf und atme aus, bring die Arme mit einem Bogen über die Seite zurück zum Herz. Und nochmal einatmend die Arme öffnen, bringe sie hoch, ausatmend bringe sie wieder zurück zum Herz. Und noch einmal mit dem Einatmen die Arme über die Seite heben. Jetzt drehst du die Achseln etwas mehr nach vorn zu mir. Und hebst die Schultern hoch. Und dann schau mal, wie weit kannst du sie heben, wo ist das Maximum. Dann komm ein bisschen von dort zurück, aber lass die Achseln eher lang. Das ist sehr wichtig für die Schulterblätter, die rotieren jetzt aufwärts nach oben. Und nur dadurch wird es möglich, die Arme zu heben. Also wir bewahren uns die Möglichkeit, die Arme zu heben, wenn wir die Schultern etwas hochheben. Auch etwas, was wir sonst nicht machen oder sehr selten in der Yoga-Praxis machen. Und dann löst wieder auf, bring die Arme über die Seite zurück zum Herz. Und nochmal einatmend die Arme heben, etwas längere Achseln, die nach vorn zeigen. Ausatmend den Weg wieder zurück. Und wieder einatmend die Arme heben, etwas längere Achseln. Und jetzt stell dir den Hinterkopf vor, wie er sich an die Wand kuschelt. Das Kinn führt etwas zurück nach hinten. Und jetzt drehe um die Ohren herum den Kopf langsam nach hinten. Du schaust dann ganz in Ruhe hoch Richtung Hände. Ganz selten ist das. Gehobene Arme und der Blick nach oben. Und vergiss nicht zu atmen und zu genießen. Das ist was Wunderbares und Wertvolles. Und dann löst wieder auf, komm in Ruhe wieder zurück mit den Händen zum Herz. Und nochmal ganz gelassen die Arme heben. Den Kopf nach hinten lehnen und langsam um die Ohren drehen. Der Blick folgt den Händen hoch. Du atmest und kommst wieder zurück, beugst die Knie und verbeugst dich nach unten. Eine ganz weiche Vorbeuge. Und dann ruhig wieder alles lösen, bewegen, lockern und ein bisschen federn, wenn du magst. Und dann komm bitte in eine halbe Vorbeuge nach vorn. Streck den Rücken nach vorn und bring den Blick schräg nach vorn. Und dann tauchst du die ganze Vorbeuge wieder ein, nach unten. Und wenn du ankommst, dann roll den Kopf bitte ein. Schau hoch Richtung Bauchnabel oder Richtung Becken. Du hast ganz viel Dehnung in der Rückseite, das merkst du sehr, sehr schön, sehr intensiv. Und wieder loslassen den Kopf. Dann tritt mit dem rechten Fuß einen großen Schritt zurück. Und so wie du die Ferse jetzt zurückschiebst, so hebst du den Blick nach vorn und streckst dich ganz lang aus. Und dann den linken Fuß mit nach hinten in den Hund. Und dann streck dich hier lang und beweg dich und reckel dich. Und komm in den Katzenbuckel nach unten mit dem Blick Richtung Becken oder Bauchnabel. Dann zum Pferderücken mit dem Blick nach vorn. Und dann zurück zum Kind. Und von hier wieder hoch in den Katzenbuckel, dann den Pferderücken, dann den abwärts schauenden Hund nach oben. Und wenn du hier ankommst, dann lass die Achseln wieder etwas lang werden, schieb dich raus nach oben und roll ganz am Ende den Kopf ein, Blick Richtung Becken oder Bauchnabel. Dann bring den Blick nach vorn Richtung Hände und fließ hier nach vorne den Liegestütz und gleite zur Erde nach unten, räkel dich nach vorn hoch. Und schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Und noch ein letztes Mal die Achseln lang, Kopf einrollen.
Und dann in den Katzenbuckel. Zum Pferderücken. Und zum Kind. Und wieder hoch in den Katzenbuckel. Und Pferderücken. Und dann mach das ein paar Mal für dich weiter. Ja, und stell dir vor, du lässt jetzt eine Massagebewegung durch den Rücken fließen. Und dann komm bitte neutral im Rücken an. Und schieb dein Gesäß etwas zurück Richtung Fersen. Dann kommst du auf die Fingerkuppen und krabbelst hier nach vorn, Schritt für Schritt. Bleib auf den Fingerkuppen, streck die Arme und tauch ganz langsam im Brustbereich nach unten ein. Eventuell kannst du die Stirn ablegen und wirklich hier mit dem gesamten Brustkorb nach unten fließen. Da ist ja ganz viel Länge in den Armen, in den Achseln, im Oberkörper. Atme dich in diese Länge, in diese Dehnung. Und dann komm bitte wieder zurück nach oben. Kleine Bewegungen, die jetzt schön sind, vielleicht eine Schlängelbewegung. Und dann komm nochmal sanft zu einem Katzenbuckel und Pferderücken, ganz sanft. Und dann bitte ich dich, in die Rückenlage zu wechseln. Wir machen noch einen Moment hier weiter im Liegen. Und hier, wenn du ankommst, dann atme aus und roll den Kopf ganz in Ruhe nach rechts. Atme ein und bring den Kopf wieder zurück zur Mitte. Atme aus, roll den Kopf nach links. Und atme ein und komm wieder zurück. Mach das noch einen Moment weiter. Ein sehr schöner Moment, um den Nackenbereich sanft zu verwöhnen. Wenn du dann aus der linken Seite beim nächsten Mal zurückkommst, dann bleib bitte in der Mitte. Und streich damit den Arm etwas nach außen und stell die Füße auf und dann legst du ganz locker ein Bein über das andere und beginnst in die Seiten zu schwingen. Das darf sehr schön verwöhnen für den Rückenbereich. Und wenn der Kopf mitgehen möchte, dann lass ihn entgegengesetzt mitgleiten. Gibt es ja die beiden Wendepunkte rechts und links. Vielleicht magst du an einem oder an beiden für einen Moment innehalten oder eher in der Bewegung weiterfließen. Wenn du beim nächsten Mal in der Mitte ankommst, dann wechsel zum anderen Bein und mach da genauso wohltuend weiter.
Vielleicht mit einer kleinen Pause an den Wendepunkten. Wenn du in der Mitte bist, dann bleib dort, stell den Fuß wieder auf. Da kannst du dich gerne ein bisschen durchbewegen, so wie es für dich jetzt gut tut. Auch mal die Knie umarmen und dich umarmen. Gut, und dann bitte ich dich, wenn du die Füße aufgestellt hast, das Becken etwas nach rechts zu versetzen und beide Beine nach vorn abzulegen. Einfach nach vorn lang ablegen. Dann wander bitte mit den Beinen eher nach links, in den linken Teil deiner Unterlage. Bring dann die Arme nach hinten. Du kannst sie lang ablegen oder wenn es für die Schultern besser ist und sie sich mehr entspannen können, dann die Ellenbogen etwas beugen. Oder sogar mit den Händen ein Kissen für den Hinterkopf formen. Schau also, wo es für dich gut ist. Und jetzt wander auch mit dem Oberkörper nach links. Also wenn du dich jetzt von oben sehen würdest, dann könntest du sehen, dass du in einem Bogen liegst. Becken ist nach rechts versetzt, der Rest ist nach links versetzt. Wir machen einen Bogen. Komm genau dort an, wo du sein möchtest. Nicht zu viel. Dann wird die Dehnung eher fest im Laufe der Zeit, aber auch nicht zu wenig. Dann so, dass du angenehm deine gesamte rechte Seite strecken kannst. Es auch im Rückenbereich angenehm ist. Und dann schmelzen diese wunderschöne Weite und Länge. Und spür Atemräume dort. Und falls du den Wunsch hast, dass es mehr sein dürfte, weil das Gewebe sich angepasst hat, dann könntest du das rechte Handgelenk greifen und hier sanft nach hinten ziehen. Dann wird der Arm lang und über die Achsel, die sich streckt, geht dieser Längeimpuls in die rechte Flanke. Du könntest auch noch oder eben das rechte Bein ganz locker über das linke legen und mal schauen, was das für den Hüftbereich bedeutet und den unteren Rücken. Wenn du merkst, das wird eher zu viel und eher fest, dann bist du etwas zu weit, dann kommst du zurück. Wenn du merkst, da geht mehr im Laufe der Zeit, dann variier es auch in die Richtung bitte. Mach doch nichts, was nicht soll, sondern das, was der Körper möchte. Nicht, was er soll. Und atme. Und dann noch einen tiefen Atemzug. Und komm dann Schritt für Schritt wieder zurück. Und dann nutzt die Bewegungen, die jetzt wichtig und wertvoll sind. Vielleicht diagonal räkeln, vielleicht was anderes. Und dann vergleich dabei gleich noch rechts und links. Und wenn du soweit bist, dann versetzt dein Becken etwas nach links. Du kannst dafür gerne die Füße aufsetzen. Und dann lass die Beine nach rechts gleiten und wander auch mit dem Oberkörper mit nach rechts. Und dann denk nicht von außen, es soll so weit gehen wie in der ersten Seite, sondern spür, wo möchtest du jetzt sein? Wo ist es ein ähnlich gutes Gefühl? Und das kann anders sein, weiter oder weniger weit sein als auf der Seite zuvor. Komm so an, dass es angenehm dehnt, dass die linke Hüfte noch am Boden bleiben kann und du entspannen kannst.
Und dann atme dich in diese Weite. Da das Gewebe sich immer wieder anpasst an die Dinge, die wir machen, unser Körper also sehr lebendig und sehr organisch ist, kannst du es auch anpassen. Vielleicht mehr machen, wenn du das Handgelenk sanft nach hinten ziehst oder beziehungsweise und das linke Bein über das rechte legst. Und auch schau immer, dass du nicht zu weit bist, sondern es angenehm dehnt. Und du frei atmen kannst in die linke Seite. Gönn dir noch ein tiefes Gefühl des Durchatmens. Und komm dann auch Schritt für Schritt zurück. Und dann wieder räkeln und bewegen und verwöhnen. Und dann umarm die Knie bitte. Und gönn hier dem gesamten Rücken in seiner Länge einen Moment des Entspannens. Und das gerne auch mit kleinen Schaukelbewegungen, die den Rücken massieren. Gut. Das wäre jetzt beispielsweise ein Moment, um das Video anzuhalten und zu Shavasana einzutauchen, so individuell, wie du das jetzt möchtest. Und dann mach es dir dafür gemütlich. Kuschel dich in die Unterlagen und lass dich tragen von der Erde. Bitte dich dann die Atmung wieder wahrzunehmen und sie zu vertiefen. Die ersten Bewegungen zu finden, die jetzt gut tun, die dir ein Gespür für den Körper, für den Leib geben. Und dich dann mit diesen Bewegungen auf den Weg hoch zum Sitz zu begeben. Entdecke einen für dich gemütlichen Sitz, in dem wir ein paar Momente innehalten können. Und dann mach gern wieder eine kleine Bewegungsreise, so wie am Anfang dieser Praxis auch. Eine Wahrnehmungsreise, wie sich alles jetzt anfühlt, nach dem, was hinter uns liegt und was wir uns schenken. Das ist sicherlich ganz anders als am Beginn dieser gemeinsamen Praxis. Da ist so viel geschehen, hat sich so viel verändert. Lass die Bewegung ausklingen und spür auch mit der Atmung in den Rückenbereich. Wir haben die gesamte Wirbelsäule mobilisiert, von unten nach oben. Lass es auch in den Raum des Rückens jetzt atmen.
kann. Ne? Diese Praxis, ein lebendiges, freies und gelöstes Körpergefühl dich begleiten durch den Tag, durch das, was jetzt vor dir liegt. Bring die Hände bitte vor deinem Körper, vor deinem Herz zueinander und lass uns mit dieser Geste diese gemeinsame Zeit beenden. Wenn du einatmest, dann bring die Arme über die Seite hoch, roll dafür gern den Kopf um die Ohren herum nach hinten, sodass der Blick hoch geht Richtung Hände. Atme dort aus und bring die Hände zurück zum Herz und beginne es ein zweites Mal. Wenn du vor dem Herz ankommst und es für dich stimmig ist in diesem Moment, dann verbeug dich vor dich selbst, vor dir selbst, vor deinem Herzen mit einem Danke für die Zeit, die du dir schenktest und die Möglichkeit, diese Praxis erfahren zu dürfen. Wenn du soweit bist und dich wieder aufrichtest, dann können die Augen sich wieder öffnen. Und dann danke ich dir für die Zeit, die du verbracht hast mit mir und wünsche dir einen wunderbaren Weg durch die Zeit, die vor dir liegt. Sage vielen Dank. Namaste.